Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Auch am Donnerstag gibt es wieder eine ganze Reihe von Quartalsbilanzen. Fangen wir gleich mal mit einer erfreulichen an. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis hat sich im dritten Quartal um 7,7% verbessert auf knapp 2 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 1,9 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz ist allerdings einen Ticken zurückgegangen um 0,2% auf 9,6 Milliarden Euro. Hier macht sich unter anderem der starke Euro bemerkbar. Für das restliche Jahr ist Bayer aber zuversichtlich und hat daher auch die ambitionierte Prognose bestätigt. Die Anleger, die reagieren am Donnerstag hocherfreut auf die Bilanz und schicken die Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 93,28 Euro. Auch wenn sich der jüngste steile Anstieg eventuell bald mal etwas abschwächen könnte an der Aktie, gibt es eigentlich überhaupt nichts auszusetzen. Der Aufwärtstrend, ja, der ist wie aus dem Lehrbuch und es gibt keinerlei Anzeichen, weder charttechnisch noch fundamental, die für etwas anderes sprechen. Können Sie uns auch nochmal in einem 3-Jahres-Chart anschauen, da sieht man richtig deutlich, wie stark dieser Trend ist. Und außerdem haben wir ja auch ein neues Allzeithoch und das ist ja eines der stärksten und eindeutigsten Kaufsignale. Wenn die Aktie so weitermacht, dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro fällt. Investierte Anleger, die sichern sich aber trotzdem ab mit einem Stopp bei 83 Euro. Kommen wir zu einem Unternehmen, dessen Bilanz nicht ganz so gut ausgefallen ist, Wacker Chemie. Der Gewinn ist um mehr als 80% auf 5,4 Millionen Euro zurückgegangen. Der Umsatz allerdings nur um knapp 3% auf 1,2 Milliarden Euro. Und auch hier hat sich über Bayer der starke Euro bemerkbar gemacht. Die Aktie, die rauscht am Donnerstag in den Keller. Über 5,3% geht es nach unten bis auf 65,71 Euro. Die Aktie hat damit leider auch für ein sehr starkes Verkaufssignal gesorgt. Hier kurz zum Hintergrund. Die Aktie hat in den letzten Monaten einen Top-Bildungsprozess vollzogen. Schauen wir uns das auch mal im übergeordneten Chartbild an. Dieser Top-Bildungsprozess, der wurde jetzt mit dem Rutsch unter die Marke von 69,50 Euro nach unten aufgelöst. Das Verkaufssignal, das dadurch entstanden ist, das könnte die Aktie jetzt bis auf 60 Euro zurückführen. Übergeordnet haben wir es ja nach wie vor mit einem intakten Abwärtstrend zu tun. Jetzt ist aber auch der untergeordnete Aufwärtstrend seit Beginn des Jahres hinüber. Von einer Long-Position sollte man also hier auf jeden Fall absehen. Zahlen gab es auch aus Übersee und zwar von Facebook. Das soziale Netzwerk hat seinen Umsatz im dritten Quartal um 60% gesteigert auf über 2 Milliarden Dollar. Unterm Strich steht ein Gewinn von 425 Millionen Dollar. Und das wohlgemerkt nach einem Verlust von 59 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Besonders gut lief das Werbegeschäft auf Tablets und Smartphones. Soweit so gut. Die Anleger, die haben sich tierisch darüber gefreut. Die Aktie explodierte um über 15% nach oben. Wäre dann nicht die Telefonkonferenz gewesen. Da hat nämlich Finanzvorstand Ebersman zugegeben, dass es ausgerechnet mit den jungen Nutzern nicht mehr so gut läuft. Die wenden Facebook nämlich zunehmend den Rücken. Und so schnell hat man dann gar nicht schauen können, wie so schnell die Stimmung an der Börse kippte. Es brach erstmal Panik aus. Der Wahnsinnskursgewinn war sofort wieder futsch. Die Aktie verabschiedete sich mit einem Minus von 0,8% und da haben auch alle Relativierungsversuche nichts mehr geholfen. Die Facebook-Aktie, die ist jetzt aktuell in 49 Dollar und einen Cent wert. Ihr Allzeithoch hat die junge Aktie, ist ja gerade mal 1,5 Jahre börsennotiert, bei 54,81 Dollar erreicht. Das war Mitte Oktober. Seitdem ging es eben jetzt bis zuletzt auf 49 Dollar zurück. Das ist charttechnisch aber noch keine Katastrophe, auch wenn wir hier tatsächlich doch schon von einer kleinen Korrektur sprechen müssen. Der Aufwärtstrend der Aktie, der ist aber nach wie vor intakt. Und wenn man bedenkt, dass die Aktie seit Juli über 130% zugelegt hat, ist eine Verschnaufpause auch durchaus zu entschuldigen. Unter den Analysten herrscht auch eine einhellige Meinung zur Aktie. Es gibt insgesamt 37 Kaufempfehlungen und keine einzige Verkaufsempfehlung. Zuletzt hat sich JP Morgan zu Wort gemeldet und die Aktie mit einem Kursziel von 53 Dollar versehen. Also investierte Anleger lassen die Aktie auf jeden Fall im Depot und ein neues Kaufsignal, das gibt es dann bei ca. 51,50 Dollar. Ja, das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.